Ja, schönen Abend, schön, dass Sie da sind. Vielleicht soll ich kurz was dazu sagen, wo wir sind. Wir sind praktisch direkt am Tübinger Marktplatz. Wir sind nicht an der Universität und wir sind auch nicht in irgendeiner anderen Institution, sondern sitzen ja in einer Weinstube. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Sinn der Sache. Das ist Tübingen mal anders, nicht bloß die Labors, die man immer sieht jetzt im Moment, wenn Sie interviewt werden. Es ist auch sozusagen, ja, es ist ein erweiterter Marktplatz. Das ist auch die Idee von diesem Film. Und wir haben das riesige Glück, dass Sie überhaupt gekommen sind. Sie haben mir gesagt, Sie haben jetzt wirklich genug mit diesen Fragen und Sie kriegen auch andauernd die gleichen Fragen gestellt. Natürlich hat man auch irgendwie immer die gleichen Fragen an Sie, den Direktor des Tropeninstituts hier in Tübingen. Und Herr Köhler, Sie sind der Stellvertreter des Tropen und auch Tropenmediziner und auch Chef eines großen Verbandes, ist es richtig? Ja, der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und globalen Gesundheit. Globale Gesundheit, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen so das Stichwort. Man sieht Sie seit vielen Jahren im Fernsehen, Herr Kremser, aber normalerweise sieht man Sie immer im Zusammenhang mit Malaria. Stimmt. Jetzt ist aber diesmal was ganz anderes. Und Malaria ist völlig in den Hintergrund getreten. Aber ich habe heute mal nachgeguckt, das sind 2 Millionen Tote im Jahr, 20 Millionen Infizierte. Und jetzt redet man nicht mehr über Malaria, auch komisch. Das stimmt. Wir reden allerdings schon noch über die Malaria. Wir haben sie nicht vergessen, aber die Studien sind hintangestellt. Also gerade in Tübingen sind fast alle anderen Studien jetzt pausiert oder sehr stark, sagen wir, auf Eis gelegt und verschoben worden. Und die Covid-19-Studien, gerade die klinischen Studien, die interventionellen Studien stehen jetzt im Vordergrund und haben Priorität. Das ist auch so vom Klinikumsvorstand verfügt worden. Es ist auch schon in Ordnung. In den Tropen geht es weiter, natürlich auch mit unserer Malaria-Forschung. Gerade in Lambarene, am Sermel machen wir weiter die großen Malaria-Studien zur Impfentwicklung. Da läuft es weiter, aber die Malaria steht nicht still und es gibt weiterhin viele Tote und sehr viele Erkrankte. Die Wahrscheinlichkeit, gleichzeitig an Covid und Malaria zu erkranken, ist also dann gar nicht in den afrikanischen Ländern ja gar nicht so, ist gar nicht so unwahrscheinlich, oder? Ja, das gibt es auch und ist auch inzwischen beschrieben, aber wahrscheinlich potenziert sich das nicht oder verstärkt sich das nicht in einer Art, die ja dann furchterregend wäre. Und in Afrika ist es auch so, dass Covid-19 zwar vorhanden ist von Anfang an, also fast zeitgleich mit den europäischen Ausbrüchen, aber durch die Demografie ist die Ausprägung eine ganz andere. Das heißt, wir haben eine sehr junge Bevölkerung im gerade tropischen, zentralafrikanischen Bereich und damit ist die Erkrankung auch sehr milde. Ja, das ist wirklich überraschend, denn die Zahlen sind ja auch hoch. Aber ich hätte eine Frage vielleicht sogar an Sie beide. Hätten Sie im März 2020 gedacht, dass wir jetzt hier sitzen und über Impfkampagnen reden? War das irgendwie, hätte man sowas gedacht vor einem Jahr, dass das so schnell geht? Naja, dass eine Pandemie auf uns zukommt oder sowas rasend entwickelt, das war schon klar zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, wie weit das sozusagen uns jetzt trifft. Und die Impfentwicklung, bei der wir jetzt mitgemacht haben, ging ja so schnell wie noch nie. Also eigentlich hätte man damit rechnen können, dass wir in 3 Jahren noch sitzen und über die Impfung reden, also wenn wir das heute Abend machen. Das war jetzt sozusagen nach einem Jahr ist es durch. Die Konkurrenten haben schon vorgelegt, wir ziehen danach, sind ja im gleichen Generé, also von daher finde ich das eigentlich eher positiv. Eine spektakuläre Entwicklung, oder? Kann man das sagen? Die Leute hier in Deutschland sind natürlich wie immer am Mosern, klar. Also ist das in Österreich eigentlich auch so? Mosern die auch so gern? Ja, der Österreicher ist von Geburt aus grantig geboren. Also das ist uns in die Wiege gelegt mit Karl Kraus, allen voran als Paradebeispiel. Alle sind unzufrieden. Ich glaube in ganz Europa, aber sicherlich in Österreich und in Deutschland. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass auch sehr vieles sehr gut gelaufen ist. Und ich sehe es eher als eine Erfolgsgeschichte innerhalb von einem Jahr, das so hinzukriegen, dass wir jetzt die ersten Impfstoffe haben, die zugelassen sind, nicht nur in Russland und in China, wo es ein bisschen verfrüht war mit der Zulassung, aber jetzt auch in der Europäischen Union. Und es werden auch mehr Impfstoffe noch schaffen, die dann in den nächsten Monaten zur Zulassung kommen. Das ist insgesamt eine Erfolgsgeschichte. Ich wünschte mir auch, dass wir mehr Impfstoff hätten. Das ist ein kleines Problem im Moment, aber das wird sich auch im Februar, März dann glätten.
Und also was ja wirklich erstaunlich ist, ich meine, es muss ja eine wahnsinnig lange Forschung gegeben haben, bevor diese Impfstoffe entwickelt worden sind. Aber wie macht man das eigentlich, dass solche Studien so wahnsinnig schnell gehen? Also wir als Normalbürger wissen ja, dass die Studien lang dauern, dass sie schwierig zu finanzieren sind, dass bis man mal Probanden und Probandinnen findet, also bis Leute sich impfen lassen, bis man diese ganzen Ergebnisse hat, bis abwartet, bis die Leute dann irgendwelche Symptome zeigen oder so. Wie drückt man denn da auf die Tube so mordsmäßig? Wie haben Sie das gemacht? Ja, vielleicht kann ich das als Studienleiter dann kurz beantworten. Kollege Köhler ist da auch von Anfang an mit dabei gewesen. Es war eine sehr gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, mit allen Parteien, mit allen von den Geldgebern angefangen, bis hin zur Politik, aber auch Ethikkommissionen, Regierungspräsidium, die Zulassungsbehörden, wie bei den Impfstoffen zum Beispiel das Paul-Ehrlich-Institut. Und wir als Wissenschaftler, wir haben alle uns aufgestellt und sehr schnell reagiert und sehr schnell gearbeitet und Zeiten sind verkürzt worden. Die Begutachtungszeiten bei der Ethikkommission, bei den ersten klinischen interventionellen Studien, die wir eingereicht haben zu Covid-19 Anfang letzten Jahres, ja, waren 2-3 Tage. Normalerweise dauert das wesentlich länger, Wochen. Und bei der Zulassungsbehörde hat es auch kaum länger als eine Woche gedauert. Normalerweise dauert das etwa 6 Monate. Also das, so dieser Eindruck, dass sowas so schnell gehen kann, ist wirklich verblüffend. Erstaunlicherweise sind die Leute ja gar nicht begeistert. Wie gucken denn ihre Kollegen in Lambarene auf uns? Finden, dass wir verwöhnt sind, dass wir eigentlich froh sein müssten, oder? Wie ist die Perspektive, wenn man aus Gabun auf Deutschland guckt? Naja, man kann es auch anders herum sehen. Wir sind viel mehr getroffen. Europa ist viel mehr getroffen von Covid-19 als Afrika. Also gerade als das tropische Afrika. Im Wesentlichen wegen der Demografie. Wir haben sehr viele alte Leute und Covid-19 ist eine Erkrankung der Alten. Die gibt es in Afrika praktisch nicht. Folglich ist dort der Krankheitsdruck minimal. Und die meisten kriegen es sogar asymptomatisch. Die Infektionen sind vorhanden, aber Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene merken das praktisch kaum. Und insofern ist es diesmal andersherum. Covid-19 ist das Malaria Europas. Kann man so sagen, ja. Oder? Doch, ich meine, bisher waren wir so dran gewöhnt, wenn man von den Killern, in den infektiologischen Bereich sprach, dann war das immer die Tuberkulose, HIV-AIDS und Malaria. Und Malaria war es eben, das trifft Kinder unter 5 Jahren und entweder man überlebt und dann ist man gefeit für den Rest seines Lebens oder eben man verstirbt. Das ist ja schon dramatisch, wenn die kleinen Kinder versterben. Im Endeffekt. Und jetzt hier, wie Peter Kremser sagt, ist es so, dass hier bei uns die Alten, jetzt die älteren Menschen gefährdet sind und nicht die Jungen. Und von daher ist es ganz anders. Und auch wenn es jetzt geht um die Diskussion der Impfstoffverteilung, ist ja diese COVAX-Initiative auch gegründet worden zwischen EU und Weltgesundheitsorganisationen, wo man auch gucken will, dass eben nicht nur die reichen Länder sich jetzt die ganzen Impfdosen sichern, sondern eben auch die armen Länder das bekommen. Aber man muss natürlich auch genau gucken, ist dieses klassische Denken in Arm und Reich, die Reichen kriegen alles, die Armen brauchen es viel mehr, bei der Malaria kriegen wir nichts, ist jetzt ja ganz anders. Es brauchen im Endeffekt die Älteren in den armen, sogenannten Armstaaten, wie auch die Älteren hier. Und da, wo mehr Ältere leben, die brauchen mehr Impfstoff, als da, wo weniger Ältere leben. Also mit der Verteilung ist das gerade alles ein bisschen kompliziert, das ethisch korrekt hinzubekommen, würde ich sagen. Das ist auch heikel, weil es, wenn man es auf den Punkt bringen würde, und ich sage das als Gabuner und Afrikaner, Afrika vorrangig keine Impfstoffe braucht. Wir brauchen sie dort, wo es alte Leute gibt und das ist in Europa und in den USA. Wenn wir dann durch sind mit der Impfung der Alten, dann kann man auch auf die weltweite Verteilung schauen und dann meinetwegen zeitgleich die 20-, 30-Jährigen hier wie dort impfen. Aber das ist natürlich schon sozusagen, das ist ja zu mir sozusagen dieser globale Blick, der sich hier entwickelt, auch mit dieser Tatsache, dass wir jetzt mal die Getroffenen sind. Das ist ja schon auch eine wirklich interessante Sache. Und dann ist ja die Solidarität der afrikanischen Staaten uns gegenüber, müsste ja dann eine sein, an der wir uns dann auch mal orientieren können, dass wir andersrum dann auch eine Solidarität zeigen. Also wenn die jetzt darauf verzichten, dass sie wieder, oder? Das wäre eine Sache, die andere ist, wir haben zum Beispiel von Vietnam, das ist jetzt so ein Staat dazwischen, also nicht ganz wie in Zentralafrika, aber auch nicht ganz wie in Deutschland oder Europa vielleicht. Wir haben da Materialien bekommen, die wir hier in Europa im Februar, März nicht mehr hatten. Die haben die uns
geschickt, mhm. wie Masken und mhm. andere Sachen, damit wir unsere PCR machen können, diese Tupfer etc. Die haben wir von Vietnam, von unseren Kollegen dort zugeschickt bekommen. Mhm. Also das ist vielleicht so ein, ja, ist vielleicht eine Frage, wie tatsächlich irgendwie globale Gesundheit organisiert wird, an der ja auch die Wirtschaft hängt. Also die Frage, das hatte Frau Schneider, glaube ich, mal in einem anderen Interview gesagt, die Leiterin vom DIFEM, dass die wirtschaftlichen Folgen, die sind natürlich wieder so, dass da auch wieder Migrationsfragen dranhängen, beziehungsweise die Frage des Überlebens oder auch ganz einfach die Frage von Essen. Ne? Ja. Also das ist wahrscheinlich auch was bei Ihnen in Gabun auch diskutiert wird, also inwieweit sich das finanzieren lässt. Natürlich, und die afrikanischen Länder hätten nicht diese Art von rasanter Impfstoffentwicklung mhm. hingekriegt, mhm. weil einfach die Mittel da nicht so vorhanden sind. Mhm. Da musste eben Europa und vor allem USA dann die beiden einspringen und auch private mhm. Geldgeber, und so hat es funktioniert. Mhm. Mhm. Ohne Geld wäre es nicht gegangen. Geld war letztlich mit allem Lob der Zusammenarbeit und des Gemeinsamen und dieser schnellen Abläufe das Allerwichtigste. Ja, tatsächlich. Ja, weil das ist auch der Unterschied. Ich meine, diese sozialen Systeme, woran wir hier gewöhnt sind, Kurzarbeitergeld, irgendwie, dass ich zur Krankenkasse gehen kann, jetzt ist irgendwie das Kinderkrankengeld auf 20 Tage erhöht und so weiter und so fort, und die ganzen Wirtschaftshilfen, sondern sagt man, gibt 75% des Einkommens, das man im letzten November hat oder so, kriegt man gesagt, wo gibt's das schon? Also das gibt's ja nur hier, also in Afrika gibt's das nicht. Das ist trotzdem, wir sind alle hart getroffen. Aber ich meine, diese Möglichkeiten, die man hier hat, wo hat man es sonst auf der Welt? Also wir haben da schon ziemliches Vorrecht, hier leben und forschen zu dürfen. Und und es gibt die vielen Milliarden, die wir auch bekommen haben, jetzt von den öffentlichen Förderungen für die Impfstoffentwicklung. Es waren knapp 100 Milliarden, nur von USA und Europa. Und da haben da alle europäischen Forschungsgeldgeber mitgearbeitet, also die aus allen europäischen Ländern? Ja, EU, die Kommission, aber jedes Land auch und USA. Das war großartig und in kürzester Zeit und unbürokratisch. Mhm. Bleibt das so? Nein. Das wäre aber unser Wunsch. Ja, genau. Hier waren es über 250 Impfprojekte weltweit, die nur daran... Ja. Und ich meine, Peter Kanz hat schon mal gesagt, wenn das Geld, was jetzt hier in diese Covid-19-Forschung geflossen wäre, wenn das bei Zeiten die Malaria-Forschung geflossen wäre, hätten wir jetzt womöglich schon Malaria-Impfstoff. Ja, und ganz sicher. Ein Hundertstel davon hätte ausgegeben. Ja. Aber das sieht doch gut aus, oder? Die letzten Studien im Dezember, die waren doch großartig, oder nicht? Das stimmt. Also auch da sind wir auf Spur und es ist alles im grünen Bereich, aber wir haben kaum Förderung dafür im Vergleich zu Covid-19, wo wir jetzt sehr viel Förderung in kürzester Zeit und relativ unbürokratisch zugesprochen bekommen haben, ist das bei Malaria ganz anders. Aber das ist doch tatsächlich auch das ist doch die Frage, von welcher Stelle man auf die Welt blickt, ne? Also das, oder? Also die Tatsache, dass wir irgendwie von Malaria nicht betroffen sind, kriegen wir die Gelder für Malaria-Forschung erst, wenn diese Mücke durch den Klimawandel bis nach Tübingen gekommen ist? Oder? Dann würde es klappen. Mhm. Wieder zurück, ja, sie war ja schon mal hier. Genau. Ja, Niederrhein und unter dem Rhein. Sie sind ohnehin hier. Sie sind noch da, genau. Aber ja. Malaria eben nicht. Das kann man jetzt natürlich nicht wünschen, dass sich das irgendwie, diese Tiere hier auszusetzen, dass sie ihre Forschungsgelder kriegen. Das ist auch unfein. Aber das würde sich dann ganz schnell ändern. Und Covid-19 hat eben die Länder getroffen, die reich sind, wo es reiche Populationen gibt, und deswegen gibt es auch so viel schnelle Entwicklung jetzt und deswegen ist da so viel vorangegangen. Mhm. Wäre das auf die Tropen beschränkt geblieben, wie Ebola oder so, da wäre ganz wenig gegangen. Mhm. Wie sieht das aus für AIDS? Das ist ja nun auch eine globale Erkrankung, die auch den Westen getroffen hat, aber jetzt gar nicht mehr... Das redet man auch nicht mehr drüber. Ja, weder AIDS noch Tuberkulose noch Malaria, die drei großen Infektionskrankheiten sind Krankheiten Europas und der USA. Das ist letztlich sind es Krankheiten der ärmeren Länder, wenn man so will, oder der Tropen auch. Aber ich denke schon, dass wir also nach der Pandemie, nach pandemischen Zeiten, anders herausgehen werden, als wir vorher reingegangen sind. In dem Sinne,
Vorher wurde schon viel diskutiert, Infektionskrankheiten waren schon sozusagen auf dem absteigenden Ast. Bei den EU-Förderprogrammen wurde viel aufgelegt bei den nicht übertragbaren Erkrankungen. Das, was uns hier beschäftigt, Diabetes, Herzinfarkt, mentale Gesundheit und so weiter und so fort. Und wir mussten immer viel dafür kämpfen und Lobbyarbeit auch machen, zu sagen, aber Infektionskrankheiten, die gibt es schon noch, gerade mit den Antibiotikaresistenzen und so. Und wir sollten dranbleiben. Also dieses Thema muss man jetzt nicht mehr thematisieren. Allen ist klar, Infektionskrankheiten sind wichtig. Und ich glaube auch zu sehen, dass die Weltengemeinschaft zusammenstehen muss. Dass es also keine Grenzen gibt, wo die Erreger einfach Halt machen. Und auch durch diese Digitalisierung, dass man schneller zusammenkommt, da habe ich schon Hoffnung, dass wir danach dann mehr diese auch anderen, wie Malaria und andere große Infektionskrankheiten, einfach gemeinsam in Anspruch nehmen, in Angriff nehmen, um da zusammenzuarbeiten und sehen, das, was die anderen betrifft, kann auch uns betreffen. Und auch wenn es uns nicht betrifft, die Welt muss einfach zusammenstehen. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam uns gegenseitig helfen, da wo es geht. Also da gehe ich mal optimistisch voran. Mal sehen, ob ich enttäuscht werde oder nicht. Carsten ist Optimist, das freut mich sehr. Ja, aber Sie sind Österreicher. Also ich bin der Nörgler. Unbedingt. Genau, die letzten Tage der Menschheit, der Optimist und der Nörgler. Ich glaube, es wird wieder so werden wie vorher. Und das fürchte ich und ich glaube es leider auch, dass sich um die Malaria nur wenige scheren. Also... Tatsächlich ist es ja, also muss ich mich auch dazu zählen, dass man über Malaria nachdenkt, wenn man in ein Land reist, in dem man eine Malaria-Prophylaxe braucht. Und Ebola, ehrlich gesagt, das war auch ein Gedanke, dass man das Gefühl hat, das ist eine Krankheit ganz weit weg und betrifft, wieso ist eigentlich Ebola hier nicht angekommen? Das ist ganz schwer zu sagen, aber sehr wahrscheinlich ist das doch dann nicht so gut übertragbar. Ja. Das war bei 24 Ausbrüchen vorher schon klar. Dieser, war es der 24. oder 25., dieser große in Westafrika, hat uns gezeigt, dass es auch anders gehen kann. Alle vorher sind versiegt. Kaum waren die ersten 10 bis 100 krank und sind zum Teil verstorben. Und die Hilfskräfte da, war der Ausbruch weg. Aber dieser und der westafrikanische ist eine Ausnahme und es gibt eine zweite Ausnahme, 2 Jahre später jetzt im Kongo, wo es so ähnlich war, aber ein bisschen langsamer voranging, aber er hielt sich auch über sehr lange Zeit. Das waren 2 außergewöhnliche Ausbrüche. Die 26 anderen waren immer, kaum war der Ausbruch da, in wenigen Wochen war alles nach etwa 100 Fällen wieder von selbst erledigt durch die schlechte Übertragbarkeit. Und es hat sich letztlich nicht gehalten. Und es ist auch ein großer Unterschied. Man erkennt halt Ebola. Ebola ist eine Erkrankung, die genauso wie die Malaria, wenn sie nicht Exponierte betrifft, und das sind wir letztlich alle dann, zu einer sehr, sehr schweren, ja tödlichen Erkrankung führt. Das kann man nicht übersehen. Während die SARS-CoV-2-Infektion, gerade bei Jungen, Jugendlichen bis 30, 40, ist das... Das ist kein großes Thema. In der Regel geht es entweder asymptomatisch oder mit, ja, habe ich jetzt Covid-19? Ich weiß es nicht. Also vor 2-3 Tagen habe ich mich testen lassen, aber ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich es, vielleicht nicht. Aber ich bin schon jetzt fast 60, also ich müsste schon ordentlich krank werden. Aber der 20-, 30-Jährige und die Kinder, die merken es überhaupt nicht. Bei Ebola ist das anders. Da werden alle schwer krank und die Hälfte oder sogar 60% versterben. Also da hätten wir eine ganz andere... Eine Mortalität von 50%? Ja, genau. Bei Covid-19 haben wir Infektionsletalität von vielleicht 0,3% über alle genommen. Bei den Jungen ist sie nahe Null, eigentlich kann man sagen. Ich hätte noch eine letzte Frage. Dieses System, wie jetzt gegen Corona geimpft wird, gegen Covid-19, ist ja ein völlig anderes. Aber habe ich das richtig verstanden, dass man bei der Malaria-Infektion, das ist tatsächlich eine Lebendimpfung? Also wie finden Sie Leute, die sich für die solche Impfstudien zur Verfügung stellen? Zuhauf. Ja. Also echt? Durchaus. Ne? Ja. Weniger allerdings als für die Covid-19-Impfungen jetzt. Aber es gibt durchaus welche. Und das sind Lebendimpfungen. Das heißt, wir spritzen diese Malaria-Parasiten ein, abgeschwächt. Aber wir machen auch Infektionsversuche, die wir auch für Covid-19 jetzt planen. Aber bei der Malaria machen wir auch Infektionsversuche, wo wir dann mit diesen kontrollierten humanen Infektionen mit dem Plasmodium falciparum Parasiten testen, ob diese Impfung was taugt oder nicht. Und ein Teil hat Placebo, das heißt, sie sind ungeschützt. Bei der Malaria hat man den großen Vorteil, man kann sie sehr schnell
diagnostizieren und dann auch sehr schnell behandeln. Mhm. Und dann ist jeder ja, in einem Tag wieder gesund, wenn er überhaupt krank wird, weil die sie so früh dann also, erwischen. Ich meine, wir sitzen hier am Marktplatz und ich glaube, Tübingen ist wirklich ein gutes Pflaster für solche Studien auch, weil hier leben viele Menschen, die nicht nur das eigene hier vor Ort sehen, sondern sie einen relativ weiten Blick haben und auch die Probleme in der Welt sehen und gerne dazu beitragen, wenn sie da können, und eben auch als Freiwilliger bei so einem Versuch mitzumachen. Tatsächlich, ja. Also sowohl bei den Jüngeren, bei den Studierenden, als auch bei den Älteren. Tatsächlich. Also es ist durch die Reihen hinweg durch, die gerne sozusagen, wenn ich damit beitragen kann, sozusagen diesen Menschen zu helfen oder der Welt da weiterzukommen, mache ich gerne mit. Und ich glaube, das gibt es nicht in jeder Stadt. Das ist was Besonderes auch für Tübingen. Ja, genau. Von daher bin ich, glaube ich, sehr froh, dass wir hier vor Ort sind und das hier vor Ort machen. Genau. Und wir haben auch mit Gisela Schneider jetzt, die auch gekommen da ist. Und so diese Weltoffenheit. Wir haben in sehr vielen Bereichen an der Universität sehr viele sehr global denkende Menschen. Mit Rammelsee, der Großartiges geschaffen hat. Ich weiß nicht, wie viele Firmen gegründet hat, auf jeden Fall großartige Ideen hatte, die uns weitergebracht haben, auch CureVac letztlich. Und auch mit einem Bürgermeister hier, der sogar bei Impfstudien mitmacht. Ja, das ist also wirklich, das ist tatsächlich, sind ja so ein bisschen die Helden des Alltags hier auch, also Leute, die sowas machen, die man ja nie kennt. Wir hatten neulich mal auch so ein Gespräch mit Bernhard Hirt, also dem Kollegen von der Anatomie, und ich habe ihn dann gefragt, Mann, wie kommst denn du zu deinen Leichen? Weil ich dachte, der muss da betteln gehen irgendwie sozusagen. Und er hat gesagt, in Tübingen überhaupt kein Problem. Wir haben praktisch 400 versprochene Leichen, weil die Leute so bereit sind, auch der Forschung zu helfen hier, dass ehrlich gesagt, er kann sich quasi vor Leichen nicht retten, wenn man das so sagen möchte, während aber tatsächlich, das ist nicht überall so. Ja, das stimmt. Ja, dann drücken wir die Daumen, dass die Malaria-Forschung auch wieder anlaufen kann, oder? Das ist ja irgendwie so auch ihr großes Anliegen. Wir haben einen Kollegen in Lambarene, oder? Ist das, genau. Ja, das ist auch ein, apropos Globaldenken der Tübinger Uni. Oder der ist doch hier angestellt, ist das richtig? Ja, die erste deutsche Professur dieser Art, wenigstens in der Medizin. Ayola Akim Adenyika ist Professor an der Universität Tübingen, an unserem Universitätsklinikum, der zu 100% diesem Centre de Recherche Médicale de Lambarene abgestellt ist und dort seine Forschungen betreibt und gelegentlich hier zu Vorlesungen und eben zu Treffen nach Tübingen kommt. Das ist großartig, einzigartig in dieser Weise. Inzwischen sind auch Wien, die das auch gemacht haben, nachgezogen sind und jetzt Hamburg, in gleicher Weise auch bereit gewesen, solche Professuren zu stiften für Lambarene. Da freuen wir uns natürlich sehr. Also vielleicht doch ein bisschen der Optimist, der glaubt, dass die globale Perspektive ein bisschen bestehen bleibt. Jetzt hoffen wir, dass Sie recht haben. Das zukünftige Gespräch führen wir dann in Lambarene vor Ort und dann geht es um Malaria und andere Infektionserkrankungen. Und vielleicht hat Herr Krems mal einmal nicht recht. Das wäre in dem Fall ja auch ganz schön. Das ist ein Nörgler. Also herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es war super. Vielen Dank. Zum Wohl. Danke sehr. Gerne. Ich habe meinen Mai schon ausgedrückt. Ja, da gibt es noch mal, oder? Legen wir Nachschub. Ja.